Christus ist das Licht. Gott sei ewig Dank. Christus ist das Licht. Gott sei ewig Dank. Jesus Christus, heute und gestern und derselbe in Ewigkeit. Amen. Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr verlöscht, das niemals mehr verlöscht. Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr verlöscht, das niemals mehr verlöscht. Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr verlöscht, das niemals mehr verlöscht. Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr verlöscht, das niemals mehr verlöscht. Diese Nacht war lange Zeit der einzige Tauftag im Leben der frühen Christenheit. Durch diese Nacht lasse mich daran erinnern, was die Taufe für mich bedeutet und wozu ich berufen bin. Ich will mich besinnen, ich will in mich gehen, was mich im Leben leiten und tragen soll und was mich mit allen anderen Gliedern am Leibe Christi verbindet. In der Taufe hat Gott mich bei meinem Namen gerufen und deshalb gehöre ich zu ihm, egal was geschieht. In und durch seinen Sohn Jesus Christus hat er uns miteinander verbunden und er hat uns zu Erben seines irdischen, aber auch seines himmlischen Reiches gemacht. Zur Besiegelung dieses Bundes wurde mir das Kreuz mit Wasser auf die Stirn gezeichnet. Dieses Wasserzeichen ist unauslöschbar und zeichnet mich als Gottes Eigentum aus. Das Licht dieser Nacht, das an die aufgehende Sonne des ersten Ostermorgen und Jesu Auferstehung erinnert, sagt mir, dass mein Leben mit Gott nicht dunkel, sondern hell sein will. Es erinnert mich an das Versprechen, mein Leben, wie es Jesus getan hat, einzusetzen, damit auch durch mich diese oft so dunkle Welt heller wird. Die Erinnerung an meine Taufe schenkt mir die Kraft, den alten Mächten und Kräften, die auf mich einwirken, zu widerstehen. Ich bin ein neuer Mensch durch Jesus Christus. Und alles, was mein Leben belastet, das wird aufgehoben. Alle Schuld ist durch Jesus Christus vergeben. Ich vertraue auf Gott und Jesus Christus, dessen Heiliger Geist mich erfüllt und verwandelt. Das Wasser der Taufe erinnert mich daran, dass ich mein Leben nicht aus mir selbst habe. Gott hat es mir geschenkt. Durch das Wasser erhält Gott seine Schöpfung und Geschöpfe am Leben. So wie Gott Noah aus den Wassern der Sintflut gerettet hat, so rettet er mich vor den Fluten des Todes, führt mich durch das Wasser, wie er einst das Volk Israel am Schilfmeer geführt hat. Sein Sohn tauchte im Fluss Jordan unter, als er sich taufen ließ. Und damit begann sein Weg durch Leiden und Tod zur Auferstehung. Seit alters her ist der Weg zu Gott also ein Weg durch den Tod ins Leben. Durch das Wasser der Taufe ist unser Leben verbunden mit Jesu Tod und seiner Auferstehung. So bitte ich Gott, schenke mir deinen Heiligen Geist immer wieder neu,
dass alles fortgespült werde, was mich von dir trennt. Lass mich täglich auferstehen als neuer Mensch. Amen. Nimm hin das Wasserzeichen als Erinnerung an deine Taufe. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich aus deinem alten Leben erlöst. Du bist mein. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir rufen dich an in dieser Nacht für deine Welt und alles, was in ihr geschieht. Du kennst das Leid der Welt und all ihre Widersprüche. Du hast uns in diese Welt hineingestellt, damit wir in ihr leben und sie gestalten. Du weißt, dass unser guter Wille sich oft ins Gegenteil verkehrt. Strafe uns nicht für unseren Anteil am Unrecht und an der Gewalt in dieser Welt. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ich lese aus dem Matthäusevangelium. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht das Grab, wo er gelegen hat. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Amen. Ich habe für meine Predigt hier in der Osternacht einen Stein mitgebracht. Zum Glück ist er nur handgroß und er ist eben nicht so schwer wie ein Findling, denn den würde ich nicht von der Stelle kriegen. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass dieser Stein Tag für Tag schwerer wird. Er lastet, bildlich gesprochen, auf meiner Seele, auf meinem Gemüt. Er zieht mich runter. Vielleicht spürst du das auch gerade ähnlich. Und dann verstehst du mich. Irgendwas muss passieren. Diese Ungewissheit und dieses Warten, das macht mich ganz kille. Auf der einen Seite sagt mein Kopf natürlich, sei vorsichtig. Lass dich nicht anstecken, denn dieser Virus ist ja gefährlich. Er ist lebensgefährlich. Du weißt ja nicht, ob dein Körper genug Widerstandskraft hat, um sich gegen diesen Eindringling zu wehren.
Auf der anderen Seite will ich, dass dieser Albtraum endlich zu Ende geht. Also einfach sich anstecken lassen und durch. Wenn das so einfach wäre und wenn das so funktionieren würde. Wer wälzt uns den Stein vom Eingang des Grabes weg? Das ist nämlich die Frage, die sich die Frauen stellen, als sie auf dem Weg zum Grabe Jesu sind. Noch ist es genauso stockdunkel wie jetzt hier in der St. Nikolaikirche. Aber merkwürdigerweise haben sie keine Angst. Warum sollten sie auch? Sie haben ja doch alles verloren, was ihrem Leben Sinn gab. Ist das jetzt nicht alles völlig egal? Ostern beginnt für diese Frauen mit einer Erfahrung, die ja auch viele unter uns schon kennengelernt haben, nämlich mit dem Verlust eines geliebten Menschen. Die beiden fühlen also eine große Leere in sich, die sich breit gemacht hat. Wie konnte das alles passieren? Noch sucht ihr Kopf nach plausiblen Antworten, während ihr Herz genauso wenig fühlt wie dieser Stein. All ihre Hoffnungen sind am Kreuz gestorben und jetzt verschlossen hinter einem zentnerschweren Stein. Es stellt sich noch gar nicht die Frage ein, wie es weitergeht. Zu sehr hängen die Gedanken und Gefühle noch an dem, was sie mit diesem Jesus verbunden hat. Er, der ihnen Gott ganz anders nahe brachte, und zwar so nah wie eine fürsorgliche Mutter und ein beschützender Vater, der Hoffnungen auf ein ganz anderes Leben in ihnen weckte. Wer wälzt uns den Stein vom Grab? Das ist für diese Frauen eine ganz praktische Frage. Und die beiden Marias sind auf dem Weg dorthin, um Jesu geschundenen Körper zu salben. Unsere Seele braucht Begegnung mit dem Unausweichlichen, bevor sie tief innen begreift, der geliebte Mensch ist gestorben und ich muss jetzt meinen Weg in dieser Welt allein fortsetzen. Wer wälzt uns den Stein vom Grab? Auf dem Weg werden die Gedanken des Todes übermächtig. Wie sollen wir ihn erreichen, fragen sich die Frauen. Tonnenschwer liegt der Stein sozusagen symbolisch zwischen ihnen und uns. Er versperrt den Weg ins Leben. Ich kann mit den Frauen mitfühlen. Wie viele Steine behindern meinen Weg? Jetzt, unvorhergesehen, gerät unser Leben ins Stocken. Lassen Sie mich stolpern und nicht selten sogar stürzen? Sie sind kalt, schwer und groß, diese Steine. So groß, dass sie manchmal sogar meinen Lebensweg versperren. Sie werden zu Mühlsteinen, sie ziehen mich mit hinab. Sie lasten so schwer auf mir, dass ich mich kaum noch bewegen kann, dass kein Licht mehr durchgelassen wird, kein Leben. Ein Stein kann also viele Namen haben. Wer wälzt mir den Stein vom Grab? Als die Frauen am Grab ankommen, erschrecken sie, denn der Stein ist weggewälzt. Wer, wie, was? Kaum vorstellbar, der Stein versperrt nicht mehr den Eingang des Grabes. Er ist zur Seite gerollt. Der Weg zu Christus ist frei. Vielleicht wären die Frauen in diesem Moment vor Angst weggelaufen, wenn nicht der blendende Lichtschein des Boten Gottes, des Engels, nicht sie daran gehindert hätte. Und so blieben sie angewurzelt stehen und werden zu den ersten Zeugen des Evangeliums, das die Welt verändert. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt. Der unüberwindbare Stein hat sich nicht in Luft ausgelöst, er ist immer noch da. Er ist immer noch sehr groß
und auch immer noch Zentner schwer. Aber den Weg zu diesem einen neuen Leben, das uns in Christus verheißen ist, den wird er nie wieder zusperren können. Und damit hat das erste Ostern angefangen, dass einer den Stein wegrollt, dass einer dem Leben Luft verschafft, dass die Ruhe der Toten stört und dass einer Leben in die Dunkelheit bringt. Gott hat Jesus herausgerufen aus dem Grab in ein völlig neues Leben. Und fortan kann ein Grabstein nicht mehr nur vom Tod erzählen. Fortan kann kein Stein mehr meinen Weg zum Leben verstellen. Ja, selbst der schwerste Stein wird so zu einem Zeichen der Hoffnung und zum Symbol des neuen Lebens. Gott verwandelt den toten Stein in ein Zeichen für neues Leben. Wer wälzt den Stein von unserer Tür? Gott hatte ihn bereits fortgewälzt. Er ist zum österlichen Zeichen des Lebens geworden. Der Weg zu diesem Leben ist frei. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Amen. Lasst uns beten. Gott, wälze den Stein weg, der mich hindert zu glauben. Ich möchte glauben, dass du das Leben bist und dass du den Tod überwindest. Ich möchte glauben, dass du bereits damit begonnen und Jesus zu einem neuen Leben auferweckt hast. Wälze den Stein weg, damit ich glaube und auferstehe zu einem neuen, guten Leben. Amen. Amen. Geht mit dem Segen unseres Gottes in den neuen Tag. Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin dich dein Weg auch führt. Amen. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariensohn. Er ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Dem sei Lob, Ehre zu aller Frist. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariensohn. Des freut sich alle Christenheit und lebe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus, Mariensohn.